Was ist das denn? Ich kenne das überhaupt gar nicht. Raumpatrouille. Raumschiff Raumpatrouille. Orion. Ich hab's noch nie gesehen. Bedient mal schön Ich her. hab's noch nie Nee, gesehen. weil du Also bist von ein daher. Ossi, du Naja, von hättest. daher. Aber wir Gut. sind nicht bei Raumpatrouille. Wo sind wir denn? Wir sind bei Püppchens Kochstudio. Herzlich willkommen bei uns. Heute gibt's was richtig Leckeres. Heute gibt es Karton was mit Zitronen, Zitronenkartoffeln. spanische Also Zitronenkartoffeln, muss ich Spanisch. ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht. Das kommt vom Festland und das Okay. heißt, also wortwörtlich übersetzt, heißt es spanische Zitronenkartoffeln. Erinnert mich aber ganz stark an schwäbischen Kartoffelsalat. Ah, Also so ein bisschen auf okay. Mediterrane. Das ist Okay. eine gute Ergänzung oder eine gute Alternative, wenn man nichts Schweres haben will mit irgendwie Mayonnaise oder mit Öl. Es ist was ganz Frisches, weil da kommt mit Zitrone mit dran. Aber wir fangen mal an. Ja, sonst wird es ja irgendwie Apfelsinenkartoffeln heißen. Genau. Zitronenkartoffeln heißt es, Weil weil es Zitronen Zitronen dran. dran Ja, ist. genau. Ja. Ja. Ah, klingt aber lecker, klingt frisch. Ist ganz frisch, gerade wenn man Barbecue hat Muss und ja nicht über immer 30 mit, Grad. genau, muss ja nicht immer mit Ja. fetter Und gerade mit der Mayonnaise. Zitrone, es gibt ein ganz frisches Aroma. Das ist halt wirklich so ein Kick. Und wenn ihr den jetzt erstmal macht und ihr werdet den probieren, da sagt ihr, was für eine Explosion. Aber wir fangen jetzt mal an. Da sind Okay. ganz wenig Zutaten drin. Ich habe jetzt angefangen, ich habe ganz normale Kartoffeln gekocht, Pellkartoffeln. Dann nehmt ihr ganz normal hartkochende oder festkochende Kartoffeln dazu. So, wir machen, würde ich sagen, wir brauchen abgeriebene Zitrone dafür. Unsere kommt aus dem Garten. Ich habe die aber trotzdem abgewaschen. Schön, falls ein Vogel drauf gemacht hat. Deswegen ist es schon abgewaschen. Und dich würde ich bitten, genau. Ich habe hier was Ja, gefunden. da brauchen wir ja zum Schluss erst. Wir brauchen erstmal den Abrieb. Warte mal, ich gebe dir mal einen Teller drunter. Also die sind ungespritzt, die Die sind bei sind uns aus dem ungespritzt, Garten. genau. Und wenn man hier, also kleiner Tipp mal, wenn ihr irgendwo Zitrusfrüchte kauft, da lässt man in der Regel lässt man hier die Blätter dran. Und wenn die Blätter sich noch nicht aufrollen, dann sind die ganz frisch gepflückt. Und wenn man hier jetzt so mit dem Fingernagel macht, so, dann kommt das Aroma raus. Dann riecht man die Zitrone in diesem Fall. Also Oh ja, ich riech's schon. das Gelbe sind Zitronen. Wäre die jetzt etwas länger und gebogen, dann wäre es eine Banane, ne? Genau. Sag So. mal, heißt es bei den Zitronen, bei den Orangen heißt es ja, das Weiße in den Orangen heißt ja dieses, was da drin ist, Albedo. Albedo. Heißt es bei den Zitronen Das auch weiß ich nicht. Albedo? Das kann ich dir nicht sagen. Da hat es einen anderen Das Namen. weiß ich gar nicht. Mal Aber nachgoogeln. ich denke mal, dieses Fruchtfleisch der Zitrusfrüchte im Allgemeinen, denke ich, wird Albedo heißen. Würde So, ich auch sagen. ich reib Du jetzt. reibst jetzt ein bisschen Zitronenabrieb. Wir Willst du das brauchen Gelbe haben oder willst du auch nur das, Weißes nee, das haben? Weiße ist bitter. Also nur Okay. das Gelbe, weil das Weiße ist ja bitter. Also das Weiße, wenn es Weiße kommt, sofort aufhören zu rubbeln. Okay. Also dann ist am sinnvollsten, wenn man so ein bisschen dreht beim Reiben, wa? Zeig mal, wie kommt es denn da unten raus? So. Ja, super, sieht gut aus. Brauchen wir ein Ja. bisschen was. Okay. So, ich in der Zeit Oh, das werde, riecht aber. das riecht ganz extrem. War Wahnsinn. Hab jetzt schon die Kartoffeln schon mal geschnibbelt. Die macht ihr in eure Stücke, wie ihr so wollt. Ihr könnt die als Stücke lassen, als Ganzes. Je nach Gusto. Je Wie nach viel Gusto. wird's? Ein Kilo Ja, ein oder? Kilo. Würde ich ganz gerne haben wollen. Mach mal die ganze Zitrone, wenn geht. Die ganze Wer. Zitrone. Oh, das riecht ganz doll. Ja, Ganz das riecht fantastisch. Wer unheimlich so eine geil. Reibe nicht hat, kann ja mal sein, dann könnt ihr auch mit einem Sparschäler die Zitronenschale runterschneiden und dann ganz fein mit dem Messer häckseln. Das geht auch. Oh, das wird ein ganz frisches Sommergericht Das werden. ist aber wieder so eine Richtig. Sisyphus-Geschichte Ja, hier, das, ne? ja. Ja, immer für mich, ne? Aber mal eine andere Sache für Kartoffelsalat. Weil immer Kartoffelsalat mit Essig und Öl oder Mayonnaise. Und das ist mal was komplett anderes. Ich bin echt gespannt, ne? Ja. Weil ich bin gar nicht so der Typ, der Nee. Zitronen am Essen mag. Auch an Fisch oder so bin ich gar nicht der Freund von. Aber experimentierfreudig bin ich. Und immer offen für Neues. Guck mal, so viel Ja, habe ich weil die jetzt. Das ist Komponenten. sehr intensiv. Zeig Ich mal. glaube, das ist schon reichlich, oder? Ja, und ich würde sagen, Weil es ist das. sehr Ja, guck mal, für sehr die. geruchs- und Genau. geschmacksintensiv. Wir haben jetzt, dass man. Lass uns mal Das ist zeigen. meine Arbeit. Warte mal. Warte. Sekunde. Ja, mach mal ein bisschen so. Ja. Mach mal ein bisschen so. Mach mal ein Gut, ich habe bisschen jetzt ein so. bisschen so gemacht. Ja. Oh, jetzt habe ich sogar einen Spritzer ins Auge bekommen. Ich würde sagen, nimm mal kurz die kleine Kamera. Hast du es? Genau, und die drücken wir jetzt noch aus. Guck mal. Ah, die wird jetzt noch Die wird ausgedrückt. jetzt noch Also ausgedrückt. doch. Wir Ah, brauchen nämlich okay. auch den Saft, ganz wichtig. Okay. Wir brauchen den Abrieb von der Zitrone Ja. und wir brauchen den Zitronensaft. Okay. Den schnippeln wir mal durch. Und ich komme ja, ich kann Und jetzt du, mal, ich drehe mal. wir haben auch eine elektrische, aber eine elektrische einsauen wegen so einem Dings. Ihr könnt die auch mit der Hand ausdrücken, wie ihr wollt. Vorausgesetzt, man hat genug Kraft in den Fingern, ne?
Ja. Dazu muss man Schwarzbrot oder wir hatten heute Pumpernickel zum Frühstück. Ja, und wisst ihr, was unserem, aus einem unserer Care-Paket. Ja. Ach, und wisst ihr, was wir auf die Pumpernickel drauf gemacht haben? Ja, Care-Paket, weil wir haben nämlich mitgebracht gekriegt aus Deutschland. Das war so lecker. Guck mal. Wir haben selbstgemachtes Schmalz. Apfelschmalz. Apfel-Zwiebel-Griemenschmalz. Mhm. An dieser Stelle ganz herzlichen Gruß an Inge und Dieter. Lieben Dank. Ganz lieben Dank für den Harzer Käse, eine Tonne ungefähr. Lecker. Und Schmalz und dazu. Auf den Pumpernickeln, die wir mitgebracht bekommen haben, hatte ich Schmalz drauf und Harzer Käse. Und noch ein bisschen Kümmel drüber, noch ein bisschen Salz. Lecker. Ich bin schon wieder. Ja. Nee, jetzt gibt's erstmal. Ja, jetzt gibt's erstmal Kartoffelchen. Lecker. So. Wir haben hier hast du dein. Hier hast du dein. Ist fertig, ist auch leer. Ist leer, gut, perfekt. Hier hast du deinen Saft. Der Saft reicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal die kleine Kamera, dass die Leute sehen können, wie viel wir ungefähr brauchen von allem. Warte, Hände waschen. Ist ein bisschen ölig. Meine Hände sind ein bisschen ölig, weil in der Zitrone, in der Schale ist ja sehr viel Öl drin. Ne? Und jetzt muss ich schnell mal so Finger waschen. So, ich komme mal mit der kleinen Kamera. Ich konnte mich daran erinnern, früher als Kind gab es bei uns mal frisch gepressten Zitronensaft mit Zucker drin und dann Wasser drauf. Und es stand dann da und es wurde im Garten immer getrunken, wenn es so heiß war. Das war auch selbstgemachte Limonade. Ja. So, auf Video muss ich jetzt gehen. Jetzt bin ich auf Video. So, Achtung, nee, Frau, ich mache jetzt einen Schnapsschuss. Haben Sie denn Schnaps dabei? So, also. Ihr Vortrag bitte. Wir haben jetzt geschnibbelt. Das ist eine Kombination aus geschnitten und geschnibbelt. Genau, geschnibbelt. Wir haben geschnibbelt. Drei Kartoffeln haben wir hier. Die wir vorgekocht haben. Die sind vorgekocht. Genau, Pellkartoffeln. Meine Wenigkeit. Der Abrieb von einer Zitrone. Ja, genau. Einmal rundherum. Und der Saft von einer Zitrone. Okay, so, super. Jetzt, das haben wir jetzt. Müsst ihr ganz kurz warten, weil jetzt kommt dazu, das wird jetzt angebraten. Was hast du denn da noch? Da ist Speck oder was ist das? Hier ist Speck. Das ist Ramon. Ramon. Das ist Speck, der wird jetzt angebraten. Ah, okay. Und lassen wir jetzt unsere Freunde zuschauen oder machen wir einen kurzen Cut? Wir machen einen kurzen Cut, weil jeder kann Speck anbraten. Okay. Der einzige wichtige Punkt ist, so sieht er aus. Speck so einen Speck nehmt ihr. Wir haben unseren Ramon jetzt genommen von Mallorca oder spanischen Schinken. So sieht er aus. Wichtig ist, dass der angebraten wird und nicht zu knusprig ist. Sagen Sie, darf ich mal eben was fragen? Ja. Sagen Sie mal Ihre Fingernägel. Haben Sie da einen Waffenschein für? Ja. Das ist ja lebensgefährlich. Ja, die sind wirklich lebensgefährlich. Streit möchte ich nicht mit dir. Entschuldigung für die Unterbrechung. Aber die rechte Hand hatte einen Unfall mit der Tür. Die rechte Hand kann ich nicht zeigen, weil die hatte einen Unfall mit der Tür. Na gut. Da war die Tür schneller als meine Hände. Okay. Von daher, also nur die linke ist schön. Ja, aber gut, jetzt, so, jetzt Thema durch. Ja. Wir machen jetzt eben, genau. Ich setze mal hier so eben, setze euch hier mal ab. So, jetzt schalten wir wieder um auf das Große. Wir sind wieder hier. Gut. Hallo. Speck anbraten brauchen wir nicht zu zeigen. Wir machen jetzt einen kurzen Schnitt und sind gleich wieder da, wenn wir den Speck angebraten haben. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich schalte jetzt aber mal gleich um hier auf die Handycam. Aber ich glaube, hier so einen angelassenen Speck. Boah, das, was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist kein Gewitter. Das ist mein Bauch. Nee, das ist dein Bauch? Ja, ich habe jetzt, das riecht schon wieder so scheißen lecker hier. So, wir waren natürlich mal wieder mit dem Holzlöffel in der Pfanne. Ja, nicht mit der Gabel. Die Mutti sagt, nicht mit der Jabel in der Pfanne. Nein, das darf man nicht. Von daher, Speck ist fertig. Speck ist fertig. So. Geht aus. Jetzt geht's weiter. So, jetzt wird das Wichtigste gemacht. Das hat sich da was gerade bewegt. Ja, da bewegt sich was im Körbchen. So. Wir machen jetzt unsere. Was will es denn? Was will es denn? Wir wollen aber auf dem Plätzchen bleiben, oder? Oder wollen wir jetzt müssen wir rausgehen, oder was? Jetzt müssen wir mal drin bleiben. Jetzt muss die Dame rausgehen, oder was? Geh mal da aufs Plätzchen, bleib mal schön auf Plätzchen. So, okay, nee, weiter geht's. Die riecht den Speck. Ja, klar, die riecht den Speck. So. Ich bin nicht der Einzige mit Magengrummeln jetzt hier im Moment. Jetzt geht's los. Wir machen das Wichtigste, unsere Würzung. Ja, als allererstes muss rein für die Kartoffeln. Okay. Kommt ein bisschen Zitronensaft rein. Okay. So, Zitronensaft haben wir. Denn ein bisschen Pfeffer. Okay. Eine kleine Prise Salz. Weil nachsalzen können wir immer noch, weil wir haben ja den Speck schon drin. Ne? Ja. So, jetzt habe ich gemacht, in so einem kleinen Gläschen. Was ist das denn? Was ist da denn Feines? Eine Brühe. Brühe. Ich habe einen ganz normalen Brühwürfel genommen und habe die ein bisschen aufgelöst, dass ein bisschen Geschmack rankommt. Jetzt ist ein bisschen Stock da drin. Das ist aber nicht schlimm, weil das Fett hat sich natürlich getrennt. So.
Ja, das kommt ein bisschen, normal, ein bisschen Brühe kommt jetzt mit rein. Wenn man das kalt aufrührt und dann wird das wieder kalt wird. So, ein bisschen Brühe ist dran. Okay. Jetzt kommt, dass es nicht zu sauer wird, habe ich hier aufgelöst in heißem Wasser ein bisschen Zucker. Ah, das ist jetzt im Prinzip Zuckerkohle. Ja, genau, Läuterzucker. Ja, genau. Ja, okay. Also nicht reinreduziert, ist einfach nur aufgelöst in Wasser. Okay. Ein bisschen Zucker. Okay. So. Jetzt kommt dran Petersilie. Petersilie, frische Petersilie. Frische Petersilie. In diesem Fall kochen wir die nicht mit. Nein, diesmal. Nein, diesmal ist komplett die frisch. Frisch. Genau, frische Petersilie, so. Gehackt natürlich. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Salz dran, wir haben Pfeffer dran, wir haben Zitronensaft dran. Röhricht. Wir haben ein bisschen Zucker dran. Ja. Und jetzt ganz zum Schluss, wenn sich die Zutaten jetzt so ein bisschen verbunden haben, muss ein bisschen Olivenöl noch mit rein. Ja, klar. So, Ticken Olivenöl, nicht zu viele. Ja, das sieht wieder sehr farbenfroh aus. Also Olivenöl ganz zum Schluss, egal welches Öl ihr nehmt, am besten natürlich Olivenöl, ganz zum Schluss ran. So. Okay. Und jetzt würde ich sagen, machen wir wieder die große. Ja, dann gehen wir jetzt wieder auf die große Cam. Genau. Ich stelle euch mal zum Speck hier, so. Jetzt gehen wir auf die große. Ja. Hier spielt die Musik. So, da spielt die Musik. Da spielt die jetzt, Musik. Jetzt, normalerweise, der Spanier macht an diesen Salat noch einen Schluck Cognac mit ran. Also wenn ihr wollt, dass euer Barbecue-Essen extrem lustig wird, dann macht ihr auch einen Schluck Cognac dran. Okay. Wir haben jetzt kein Cognac dran, weil wir haben kein Cognac. Ja, wir haben kein Cognac. Von daher müssen wir auf Cognac verzichten. Wir haben Alkohol im Haus, aber der ist zum Fensterputzen. Ja, von daher, also wer möchte, macht einen Schluck Cognac ran. Oder wenn ihr wollt, dass die Kinder ein bisschen früher ins Bett gehen, tut einen Schluck Cognac mit dran. Von daher, Geheimtipp. Ja, aber ganz, Geheimtipp. Ganz geheim. So. Ich habe die Kartoffelchen hier. Genau. Ah, guck mal, unsere Zitronen fehlen noch. Ja. Der Abrieb kommt mit in die Soße? Genau. Oder, ah, okay. Unser Abrieb, unser Zitronenabrieb, das Wichtigste, kommt jetzt mit in die Soße mit rein. Oder in unser Soße also ist ja riechen, gut. Riechen tut das ja schon mal fantastisch jetzt. Alles, ich rieche ja jetzt gerade von allem etwas. Also ich rieche das Zitronenaroma und Kartoffelchen. Ich rieche hier den Speck. Mhm. Der Speck bleibt da jetzt aber, oder was? So, warte mal. Den Speck kannst du eigentlich auch schon mit an die Kartoffeln ranmachen. Ah, okay. Wie du willst. Mach ich. Ich mache den Speck an, die Kartoffeln. Überall so ein bisschen, hä? Ja, überall ein bisschen. Speck ist immer gut. Und ich denke mal, die Kombination aus diesem sauren von dem Zitronenabrieb, von dem salzigen, von diesem Speck, ist wieder so eine Explosion im Mund. Ist mal was ganz, ganz anderes. Ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen. Mhm. Vor allen Dingen, man kann ja den Speck auch weglassen. In dem Moment ist es wieder vegetarisch. Ja. Wie wir letztes Mal so bei Mallorquin gemacht haben, da war das ja auch die ganze Zeit vegetarisch. Ich habe jetzt eine Fleischbrühe genommen. Wer vegetarisch oder vegan machen will, nimmt halt eine vegane Brühe. Jetzt kommt die Heiratung. Warte mal, die Heiratung muss ich mal eben... Echt? Ja. Ich warte jetzt. Nichts mehr zu verändern. Warte jetzt, bis alles da ist. Also, Püppchen hat probiert. Püppchen hat für lecker befunden. Vielleicht noch einen kleinen Ticken Zucker ran. Noch einen kleinen bisschen Also nur Zucker. Für dich. Also für mich wäre es sauer genug. Ich mache jetzt nur ein bisschen Zucker. Ja, ich mag gar nicht so gerne sauer. Nur ein bisschen Zucker mit dran. Okay. Wegen dir. Ja. So, und die Kartoffeln sind jetzt noch ein bisschen warm. Okay. Und das kommt jetzt schön... Aha. Und so, ach, eigentlich können wir es ja gleich... Ja, kannst du auch kippen. Zur Not kippen wir es. Weil die Kartoffeln saugt jetzt noch die Flüssigkeit auf. Ja, die Kartoffeln werden saugen, auf jeden Fall, ja. So. Ah, super, ist schon wieder sehr farbenfroh. Jetzt rot und grün und die gelbe Kartoffel. Und die Kartoffeln sind jetzt noch schön warm. Ich denke mal, wenn es jetzt so ein bisschen steht... Mir tropft schon wieder der Zahn. Mhm. Seid wie den Speck in der Pfanne. Ja, ja, ich bin ja so ein Speckfreund. Das machen sie aber sehr schön, mit viel Gefühl, habe ich so den Eindruck, ja. Also von mir aus könnte noch ein bisschen mehr Zitronenabrieb mit dran. Ja, du magst ja gerne Zitronen am Essen. Oh, das sieht aber toll aus. Können wir jetzt probieren? Ich würde sagen, eigentlich müsste das jetzt noch ein Stündchen stehen. Ach, das muss jetzt ziehen. Ja, aber das so lange können wir die Leute nicht warten lassen. So. Ich halte mal wieder um auf die große Kamera jetzt. So, guck mal, jetzt ist wieder alles hier bei uns. Hallo? So, dann würde ich sagen... Wer zuerst? Ich oder du? Ja, du bist die Köchin. Du darfst. So, probier's mal. Du hast das Privileg. Hab's noch nie probiert. Jetzt bin ich sauer. Ich bin total gespannt. Oh, lecker. Ich bin total gespannt. Probier mal, ist total lecker. Ich nehme mal von allem etwas. Mhm. Ich nehme mal ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen dies, ein bisschen das. Na, dann bin ein bisschen mehr Petersilie hätte sein können, aber. Ja, geht schon. Mhm. Was sagst du? Mhm. Dafür, dass du keine Zitrone magst, das ist ein ganz frischer Salat. Dafür, dass ich keine Zitrone am Essen mag, ist das total frisch, lecker.
mit der Specknote da dran. Das, ich muss noch mal probieren. Ich habe das nicht richtig probiert. Mhm. Also wenn ihr mal was Ausgefallenes mitbringen wollt, wo jeder sagt, das kannte ich überhaupt noch nicht, dann macht ihr ja unseren, ja, ich wollte gerade sagen, schwäbischen Zitronen. Dann bringen uns die Spanier um, wenn wir sagen, sonst schwäbischen Zitronen-Kartoffelsalat. Hammer. Also hätte ich nicht gedacht. Zitronenkartoffeln. Hätte ich nicht gedacht, dass mir Zitrone am Essen schmeckt, denn in der Regel, wie gesagt, nehme ich keine Zitrone am Essen. Total lecker. Leute, das müsst ihr nachkommen. Das ist eine frische kleine Sache. Und ihr werdet bei jedem Barbecue, werdet ihr auf jeden Fall sagen, den müsst ihr normal machen, den Salat. Weil der ist Hammer. Und ein ganz klein bisschen, finde ich, kommt das Olivenöl raus. Ja. Man hat so einen ganz leichten Oliven, also tipptopp. Mhm. Das ist wirklich ein mediterranes Fütterchen, würde ich sagen. Aber der denkt dran, dass er noch eine Stunde stehen muss. Ja, du kannst jetzt noch nicht essen. Ja, nee, aber dafür, dass es jetzt, also die Soße ist super top. Mhm. Und sehr der Abtrieb von der Zitronenschale im Abgang. Mhm. Wenn er oben, lecker. Ja. Und würde ich sagen. Sehr lecker, sehr lecker. Das ist gelungen. Mhm. Das war jetzt aber wirklich schnell. Das war wirklich schnell. Hübchen, und jetzt quatschen wir noch länger, dann wird es wieder so ein langes Ding. Quatschen wir noch eine Stunde und dann habt ihr wieder 20 Minuten Kochstudio. Nein, lecker, ganz toll. Ich muss noch mal probieren. So. Und dann essen wir. Du kannst schon mal Tschüss sagen. Der muss noch ziehen. Das meinte ich damit. Der braucht eine Stunde zum Ziehen. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wenn es nicht gelingen sollte. Genau. Haben wir vergessen. Dann macht ein gutes Stück Butter ran und gibst dem Hund. Dann kriegt's der Hund. Ganz genau. Aber das passiert uns nicht. Nein, wir können das. Super lecker. Hüppchen, ganz toll. Dann viel Spaß beim Nachkochen. Bitte schickt Bilder. Unbedingt. Ja. Wir haben den Tweet bei We Love Camping Fort. Da gehören eure Bilder hin, wenn ihr nachgekocht habt. Und wir freuen uns über jedes Kommentärchen, was kommt und über jedes Bildchen, was ihr uns schickt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir machen uns jetzt in einer Stunde über den Salat her. Ich will aber noch mal probieren jetzt. Probieren ja, aber nicht mehr. Ich muss noch einmal. Nur einmal probieren. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Baba. Tschüss. Doch, ich muss noch mal probieren. Das der ist anders. Wirklich scheiße lecker. Ich nehme mal noch einen Löffel. Super. Scheiße lecker. Aber, ja, wie du sagst, aber du musst den echt stehen lassen, damit die Kartoffel sich mit dem Saft vollsaugt. Aber lecker, ne? Unglaublich. Und du bist am Anfang so, und ich weiß nicht, ich ob mag mir keinen, das schmeckt. Ja. Ich wollte damals auch kein Sushi, weißt du noch? Ja, stimmt. Und das kriege ich nicht mal aus dem Sushi raus. Jetzt kriegst du mir raus aus dem Sushi-Laden. So, jetzt ist aber Schluss. Bis nächstes Mal. Tschüss. Baba, winke, winke, Sushi.